Die Schwerbehinderung in die Altersrente retten. Kommt es für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen wirklich nur darauf an, einen gültigen Schwerbehinderungsausweis bei Beginn der Rente vorzulegen oder nachzuweisen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe verschiedene Beiträge im Internet gelesen zum Thema Schwerbehindertenausweisgültigkeit bei Rentenbeginn für eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Und das ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen de facto nur geben könne, wenn der Versicherte, der Anspruchsteller der Altersrente einen gültigen Schwerbehindertenausweis vorlegt. Meine Damen und Herren, das habe ich dann nochmal genau geprüft und bin da zum Ergebnis gekommen, dass das keine haltbare Rechtsposition ist, die ich so vertreten kann, meine Damen und Herren. Nach dem Paragraph 37 SGB 6, Sozialgesetzbuch Nummer 6, habe ich immer dann Anspruch auf eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn ich drei Voraussetzungen erfülle. Erstens, ich muss das entsprechende Lebensalter nachweisen, also eingangs mindestens für die Geburtsjahrgänge 1964 ab dem 62. Lebensjahr, abschlagsfrei regulär mit dem 65. Lebensjahr. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich muss nach § 2 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Nummer 9, das ist das Recht der Behinderung, muss ich eine Schwerbehinderung nachweisen. Ja, also ich muss schwerbehindert sein. Und Nummer 3, ich muss 35 Jahre Wartezeit nachweisen. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt kommt doch die alles entscheidende Frage. Wie komme ich überhaupt zu der Schwerbehinderung? Wie komme ich zu einer Behinderung? Ja, ganz einfach. Ich stelle bei dem entsprechend zuständigen Amt, Versorgungsamt oder in Sachsen-Anhalt ist es das Landesamt, Entschuldigung, das Landesverwaltungsamt, Abteilung Schwerbehinderung. Die sitzen in der Ernst-Kamitz-Straße in Halle und haben da noch irgendwo einen Ableger. Und dort stelle ich einen Antrag. Ja, dann stelle ich einen Antrag auf Feststellung einer Behinderung. Und wenn ich diesen Antrag stelle, geht ein verwaltungsförmiges Verfahren nach dem Sozialverwaltungsrecht in Gang. Das ist im SGB 10 geregelt. Oh. Und die Behörde kommt dann irgendwann mal zum Ergebnis, ja, beim Knöppel liegt eine Behinderung vor oder sogar eine Schwerbehinderung. Wann liegt eine Schwerbehinderung vor? Wenn ich mindestens aufgrund von Krankheit eine Behinderung, eine Funktionsbeeinträchtigung habe, die einen Grad der Behinderung von 50 nach sich zieht. Und diese Behinderung oder Schwerbehinderung wird mit einem Bescheid festgestellt. Geht gar nicht anders. Die Behörde stellt einen Bescheid aus. Warum mache ich das so eindrücklich? Weil der Bescheid das Nonplusultra in dieser Frage ist, meine Damen und Herren. Und wenn ich eine Schwerbehinderung habe, dann habe ich das Recht, nach § 152 SGB 9 einen Antrag zu stellen auf die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises. Dieser Schwerbehindertenausweis muss dann ausgestellt werden. Ja, das ist eine Muss-Vorschrift. Also die Behörde muss das machen. So, jetzt haben Sie schon gehört. Ja, ich habe einmal den Bescheid und auf Grundlage des Bescheides, der mir einen Grad der Behinderung von 50 ausweist, bekomme ich einen Schwerbehindertenausweis. Und dieser Schwerbehindertenausweis, so steht es im Gesetz auch, soll erstmals für 5 Jahre befristet sein. Es gibt natürlich Sonderausnahmen, wo der dann auch unbefristet gewährt wird, aber im Wesentlichen ist er immer befristet. So. Das heißt also, der Schwerbehindertenausweis, da gebe ich jedem recht, verliert nach Ablauf der Befristungszeit, meinetwegen 5 Jahre, 3 Jahre, je nachdem, was man für eine Erkrankung hat, oder eine Funktionsbeeinträchtigung hat, bei Krebs zum Beispiel 5 Jahre Heilungsbewährung, aber da bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig. Dann verliert er seine Gültigkeit. Ja, verliert denn dann meine Behinderung, die mir festgestellt worden ist, die Gültigkeit? Nein, meine Damen und Herren, nein. Genau das ist der Punkt, wo diese Nachrichten, die ich hier gehört habe, den eklatanten Fehler machen, dass sie nämlich das Abstraktionsprinzip nicht kennen. Abstraktionsprinzip heißt, ich habe einen Bescheid, der Grundlage für den Schwerbehindertenausweis ist. Wenn mir der Schwerbehindertenausweis wegfliegt,
Dann bin ich aber immer noch schwerbehindert, meine Damen und Herren. Nur ich kann es nicht mehr nachweisen über die Vorlage, mit der Vorlage des Ausweises, sondern ich muss den Bescheid vorlegen. Ja, meine Damen und Herren, in Paragraph 37 SGB VI steht ja nicht drin, dass ich einen Schwerbehindertenausweis vorlegen muss, sondern ich muss nur nachweisen, dass ich schwerbehindert bin. Und die Schwerbehinderung, die weise ich nach, indem ich den Bescheid des Versorgungsamtes vorlege. Denn eines ist auch klar, und das sollte man sich immer vor Augen halten, eine Behinderung oder Schwerbehinderung wird niemals befristet festgestellt. Sie wird immer für die Zukunft, also zukunftsbezogen erstmal unbefristet festgestellt. Nur der Ausweis wird befristet festgestellt, meine Damen und Herren. Das heißt also, wenn ich am Tag, Beispiel 1.10.2024, alle Voraussetzungen für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen erfülle und ich zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr über einen gültigen Schwerbehindertenausweis verfüge, aber dieser Bescheid noch in der Welt ist, der die Schwerbehinderung festgestellt hat, kann ich selbstverständlich ohne Probleme meine Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragen. Gar kein Problem. Wir haben solche Fälle genügend gegenüber der deutschen Rentenversicherung oder einem anderen Rentenversicherungsträger durchgeboxt. Da mussten wir denen das auch so erklären, weil die Leute, also die Mitarbeiter, immer davon ausgegangen sind, dass der Schwerbehindertenausweis das Nonplusultra ist. Nein, meine Damen und Herren, das Nonplusultra ist der Feststellungsbescheid, der die Schwerbehinderung erstmals feststellt. Wann wird denn ein solcher Feststellungsbescheid geändert? Na, ganz einfach, indem die Schwerbehindertenbehörde, das Versorgungsamt oder Landesamt für Verwaltung hier in Sachsen-Anhalt ein Überprüfungsverfahren loslegt, losstartet und sagt, jetzt prüfen wir mal, liegt bei dir überhaupt noch die Schwerbehinderung vor? Ja, und wenn dann das Versorgungsamt zum Ergebnis kommt, nein, es liegt keine Schwerbehinderung mehr vor, muss es den Bescheid aufheben oder ändern in einen an, also entweder komplett aufheben oder er wird geändert in einen niedrigeren Grad der Behinderung, meinetwegen von 50 auf 40. Dann liegt natürlich keine Schwerbehinderung mehr vor. Aber meine Damen und Herren, wenn ich jetzt gegen diese Entscheidung Widerspruch einlege und nachfolgend klage und noch Berufung einlege, dann wird die Entscheidung über die Schwerbehinderung erst für die Zukunft rechtskräftig. Das heißt also, wenn in dieser Zeit ich einen Antrag auf Altersrente für schwerbehinderte Menschen stelle und ich habe zwar schon einen von der Behörde noch nicht rechtskräftig aberkannten Bescheid, wo drin steht, dass ich gar nicht schwerbehindert sein soll, ich aber dagegen im Widerspruch also eingetreten bin oder Widerspruch eingelegt habe, ja, meine Damen und Herren, dann kann ich auch meine Altersrente für schwerbehinderte Menschen bekommen. Da kommt es nicht auf den Schwerbehindertenausweis an, der ist ja sowieso dann weg, sondern da kommt es nur darauf an, dass ich hier entsprechend in ein Rechtsmittelverfahren eingetreten bin. Und darüber hinaus, wenn dann eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt, meinetwegen in 2 Jahren in der Zukunft, dann habe ich immer noch die sogenannte Schutzfrist von 3 Monaten, die nachher dann wirklich die letzte Verlängerung ist. In dieser Zeit kann ich dann auch noch einen Antrag auf eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen stellen. So ist die Rechtslage, meine Damen und Herren. Es kommt eben nicht zwingend auf einen gültigen Schwerbehindertenausweis an, sondern es kommt nur darauf an, dass ich einen entsprechenden Versorgungsbescheid, einen Feststellungsbescheid über die Schwerbehinderung habe. Natürlich ist es immer klasse für Sie, wenn Sie einen entsprechenden Schwerbehinderungsausweis haben, der gültig ist, den legen Sie bei der Rentenversicherung vor und dann sagen die, alles klar, hier hast du deine Rente. Aber ohne den Ausweis geht es auch über den Feststellungsbescheid. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöbel.